In der gesamten Ukraine sind Städte in totale Dunkelheit getaucht, nachdem russische Angriffe kritische Infrastrukturen getroffen hatten, die die Stromversorgung in der Hauptstadt Kiew, in der westlichen Stadt Lviv, in der zweitgrößten Stadt der Ukraine Charkiw und auch hier in der südlichen Hafenstadt Odessa beeinträchtigen. Drei Kraftwerke wurden vom landesweiten Netz abgetrennt, was Millionen Menschen, die in den betroffenen Gebieten festsitzen, vor noch größere Schwierigkeiten stellt. In der Stadt Cherson, die kürzlich von ukrainischen Truppen zurückerobert wurde, erlebten wir eine Mischung aus Erleichterung und Freude, aber auch Besorgnis, Angst und sogar Hunger. Nach monatelanger russischer Besatzung sind die Menschen dort vollständig auf humanitäre Hilfe angewiesen. In Cherson stehen die Menschen Schlange. Für Lebensmittel, für Wasser, für alles. Is this the only way she's getting food these days? Diese Frau erklärt, das ist der einzige Ort, an dem wir zu essen bekommen. Wie wir gelebt haben unter der Besatzung, es war hart, moralisch und körperlich natürlich. Wir sind im Haus geblieben. Als unsere Truppen uns befreit haben, sind wir rausgekommen. Heute haben wir keine Heizung, kein Wasser, keinen Handyempfang, aber wir können auf die Straße gehen. Es wäre besser, wenn sie nicht schießen würden. Sie bringen uns Wasser, Gott sei Dank. Es gibt kein Licht, keine Heizung. Wir leiden alle darunter. Wie Cherson vor dem Krieg war? Ein guter, gemütlicher Ort, immer hell, bis die Russen kamen, um uns zu befreien. Sie befreiten uns von den guten Dingen. Und jetzt werden die Dinge auch nicht gleich besser. Die Hälfte der ukrainischen Infrastruktur ist entweder zerstört oder erheblich beschädigt. Und Millionen Menschen werden den Winter ohne Strom und Heizung verbringen. Regierungsvertreter fordern ukrainische Flüchtlinge auf, vorerst nicht zurückzukehren, um den Druck auf das Energiesystem zu verringern. Sie sagen, den Winter zu überstehen, werde ihr bisher größter Sieg. Anneliese Borsches in Odessa for Euronews.